Hallo, hier ist Dirk Grünberg von 100 Erziehung ohne Stress und hier kommt die Frage vom heutigen Tag. Hallo Dirk und Sabrina. Wir haben unseren Hund vor 2 Wochen über eine Tiervermittlung erworben. Sie heißt Martha. Sie ist ein Schäferhundmix. Ursprünglich kommt unser Hund aus Moskau. Sie war ein halbes Jahr alt, als sie von der Tiervermittlung zu einer Familie nach Rheindorf gekommen ist. Da hat sie, so hat man mir erzählt, eine Freundin gehabt, Frauchen, Herrchen und Kinder. Aber seitdem wir sie haben, ist sie sehr ängstlich zu meinem Mann und vor anderen Hunden. Wenn wir mit ihr Gassi gehen, nur mit eingekniffenem Schwanz und mit großer Angst in ihren Augen. Warum ist Martha so? Was können wir machen, um diese Angst rauszubekommen? Dass der Hund überhaupt in der Tiervermittlung gelandet ist und dass der dann von Rheindorf nochmal weitervermittelt wurde, zeigt eigentlich, dass der Hund was durchgemacht hat. Also man weiß nicht genau, was er durchgemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er es nicht leicht gehabt und hat vermutlich guten Grund, ängstlich zu sein oder zumindest misstrauisch. Man spricht auch ein bisschen, wenn man den Hund rausreißt aus seiner gewohnten Umgebung und zu anderen Leuten gibt, ein bisschen so von einem Trauma, das der Hund da erlebt. Ja, also er wird rausgerissen aus seinem eigenen Rudel und kommt halt in eine völlig neue Umgebung, in einem völlig neuen Rudel und ist ein bisschen traumatisch, dieses Ereignis. Und das kann bei manchen Hunden eben dazu führen, dass die dann eben ängstlich reagieren und auf die neue Umgebung eben völlig unsicher sind. Und das scheint bei Martha der Fall zu sein. Man weiß nicht, was noch alles vorgefallen ist. Ja, also ob sie zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit Männern gesammelt hat, ja, oder mit einem Mann, der ihrem Mann irgendwie ähnlich sieht, im Bartwuchs oder von der Gestalt her, von der Stimme, vom Geruch. Das kann alles dazu führen. Die wichtigere Frage ist eigentlich, weil man weiß das jetzt nicht mehr, ja, kriegen wir nie raus, warum der Hund so ist. Vermutlich nicht. Aber wie kriegt man die Angst raus? Der Hund muss merken, dass ihm nichts passiert, dass sie für ihn da sind, dass sie die Funktion, die normalerweise sein Muttertier für ihn erfüllt, nämlich ihn zu beschützen vor allem Bösen, und dass diese Funktion sie jetzt übernommen haben, sie dafür sorgen, dass ihm nichts passieren kann, sodass er sich dann traut, wieder ein bisschen lockerer zu werden. Und auch merkt, dass andere Hunde ihm nichts tun. Sie dürfen ihn deshalb nur an Hunde ranlassen, die ihm tatsächlich nichts tun, die sehr freundlich sind, die ein bisschen zurückhaltender sind. So eine aufdringlichen, freundlichen Golden Retriever, hey, ich will unbedingt mit dir spielen, müssen auch nicht unbedingt sein. Langsam an andere Hunde heranführen, dass er in der neuen Umgebung, in der er sich jetzt befindet, langsam Selbstvertrauen lernt und mitkriegt, hey, mir passiert nichts, Frauchen ist dabei, beschützt mich. Ihm Zeit geben, auch mit Herrchen, ja, soll ihn nicht bedrängen, sondern soll ihm einfach Zeit geben, zu lernen, hey, der tut mir nichts, im Gegenteil, ja, der füttert mich, der beschützt mich, der sorgt sich um mich und vor dem brauche ich keine Angst haben, und dann wird sie lockerer werden. Sie darf keine negativen Erfahrungen mehr machen und sollte möglichst viele positive machen. Also freundliche Hunde, die ein bisschen auch selber zurückhaltend sind, sodass man merkt, hey, mit denen hat man eigentlich Spaß und Gefahr droht mir ja nicht. Dann wird der Hund irgendwann auch die Angst verlieren. Okay, ich muss los. Dann bis zum nächsten Mal.